Hallo, schön, dass du wieder da bist. Hier habe ich Paste schon angerührt. Ich muss nur etwas rühren. Wie man die Paste herstellt, das weißt du, das habe ich ja schon im Kanal, das Video dazu. Und jetzt gebe ich das hier einfach mal auf die Leinwand drauf. Einfach ist gut. Ich kriege die hier gar nicht aus diesem kleinen Töpfchen raus. Jetzt kann ich mit der Paste auch einen hohen Aufbau machen und eine große Struktur schaffen. Ich will aber ein bisschen Sandstruktur haben, also eine körnige Struktur. Das könnte ich jetzt auch einfach mit der Hand hier verrühren, aber ich nehme Spachtel. Zu wenig Paste, das sehe ich so schon. Das siehst du auch, ne? Genau das passiert, wenn man zu wenig Paste hat, zu viel Sand, dann ist es viel zu trocken, also gebe ich noch ein bisschen Farbe nach. Und jetzt nehme ich auch nur ein bisschen Farbe, dann habe ich so eine Mischung. Also es ist nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn und damit kriege ich eine ganz schöne Struktur jetzt hin. Jetzt ziehe ich die noch mal ein bisschen mit dem Pinsel, mit dem Spachtel nach. Dann sieht das noch mal etwas anders aus. Ich wollte mir gerade ein Blau anmischen und bin zum Regal gegangen, habe das Gold da stehen sehen und dachte so, ach komm, das nimmst du, weil das macht Spaß, das ist direkt fertig, ich kann das hier so leicht drauf kippen. Ich möchte nämlich nur so einen Gelbton und das Gold ist sehr, sehr gelb und leuchtet ordentlich und lässt sich super verteilen. Es ist sehr intensiv und ich kann ja einfach mit ein bisschen Wasser nachgehen und verteile das nochmal weiter. Das zieht schnell in die Struktur ein und ich gehe jetzt hier mal mit Weiß drüber und ja, schaffe mir da jetzt wieder so weiche Übergänge. Und ich habe eine gute Basis zum Mischen. Hier drauf kann ich jetzt nämlich gut ganz viele Blau-Grün-Töne mischen. Jetzt also direkt auf der Fläche nass in nass und das Gelb darunter sieht man auch immer noch. Will ich Tiefe reinbringen und gebe jetzt einen dunkleren Farbton dazu. Und ja, die dürfen sich auch ein bisschen miteinander vermischen, dann entstehen wieder tolle weitere Farbtöne. Du siehst, wie schön man jetzt die Struktur rausarbeiten kann. Siehst du das? Wenn ich so ganz flach über die Fläche gehe, dann betone ich da richtig die Höhen. Da passiert jetzt nämlich ganz viel und es ist so einfach und simpel und macht einfach auch Spaß. Jetzt hier noch mal ein bisschen das Gelb wieder zum Vorschein und verstreiche das dann gleich noch mal wieder etwas. Kann ein bisschen dünner. Witzig, der Farbton ist genau der gleiche, also ähnlich, ne? Also so kann man auch Farbmischungen machen und ich will jetzt aber ja heller werden noch, ein bisschen leuchtender jetzt wieder.
Immer nur weiter verteilen die Farbe, und wenn ich jetzt hier so leicht drüber gehe, verschwindet auch dieses Kreuz, was man da sieht. Vorher bin ich da stärker rüber gegangen und jetzt kann ich hier so weiche Übergänge schaffen. Mir die ganze Zeit eigentlich nur einen Untergrund hergestellt, und jetzt gebe ich hier ganz flüssig die Farbe drüber und lasse die auch jetzt mal so, ja, einfach drauf, ja, fließen lassen und einziehen lassen in die Struktur. Vermische das hier mit einem ganz flüssigen Blau und darüber entstehen wieder neue Effekte. Ich kann das auch gleich noch mal ein bisschen mit Wasser laufen lassen und dann zieht es ganz schön in die Struktur rein und dann entstehen nochmal neue Farbtöne. Das macht Spaß. Das ist wirklich eine Spielerei und ja, du kannst so viel zuschauen, entdecken und jetzt hier das einfach mal laufen lassen. Zum Glück ist ja die Folie hier, also lass es einfach ein bisschen auf die Folie der Umverpackung laufen und jetzt entstehen ganz schöne Strukturen. Immer wieder zu denselben Farben, wenn ich mit Struktur arbeite. Und ja, mir fehlt jetzt noch so ein bisschen der Rostton. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht reinbringen. Das ist aber okay. Jetzt kann ich dir nämlich zeigen, wie man den Rostton ganz einfach noch nachträglich mit in die Farbe reinzieht. Und dafür habe ich hier so Minen. Ich schreibe dir das auch mal wieder unter das Video, damit du weißt, was ich hier verwendet habe. So viele schöne Farbtöne da drin. Und hier kannst du das ganz schön sehen, was so von ganz alleine passiert. Es ist total einfach. Vielleicht kann ich dir das jetzt hier auch noch mal ganz von nahen zeigen. Viel Farbe habe ich gar nicht benutzt. Das ist immer gar nicht so viel. Und hier habe ich jetzt noch mal meine Mine und versuche jetzt mal die Kamera zu halten und gleichzeitig dir das zu zeigen. Es ist nicht so einfach, wackelt, aber ich denke, dann kannst du sehen, wie schön das ist. Und ja, es ist nicht so einfach. Aber du weißt, wie ich es gemacht habe und probierst es einfach selber aus. Schau mal hier die ganzen schönen, tollen Farbtöne. Herrlich, das mag ich total. Und das trocknet jetzt auch so ab. Vielleicht wird es einen kleinen Tuck dunkler, aber dann ist es für mich auf jeden Fall fertig. Finde ich total schön. Also ganz, ganz simpel, immer wieder rauf mit der Farbe und irgendwie entsteht schon eine ganz tolle Farbmischung von alleine. Und ja, dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Also los jetzt, greif zu deinen Farben und mach! Dann schau
schau mal auf Seite 24, da habe ich auch was zum Spannen der Leinwand geschrieben, damit du eben besser noch da auf der Leinwand arbeiten kannst. Falls sie so durchhängt, dann gibt es da ganz einfache Möglichkeiten, die wieder zu spannen. In der englischen Version ist es immer zwei Seiten weiter. Also danke für dein Like, danke für dein Abo und einen mega herzlichen Dank für deinen Kommentar. Ich bin so dankbar dafür, dass ihr hier alle so freundlich seid und eine so wertschätzende Gemeinschaft hier damit bildet. Das ist mir so wichtig und dass das wirklich passiert hier, da bin ich unwahrscheinlich dankbar. Danke dir dafür.